Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Enno. Ihr wisst, ich habe angefangen mit Fitness, mit bisschen Training. Muss jetzt endlich sein. Und ihr wisst, Training ohne Sekt Plus, das geht nicht. Deswegen gehen wir in den Sekt Plus Store heute und nehmen ein paar Sachen mit. Komm mit. So, Freunde, jetzt sind wir im Sekt Plus Laden. Hey, Tobi, Digga, was geht ab? Alles gut. Tobi ist auch am Start. Auf jeden Fall, ich habe gar keine Ahnung, was ich mitnehmen soll. Deswegen, bevor ich hier unnötig Geld ausgebe, ruf ich mal Schwana an. Schwana kennt ihr ja schon von meinem Instagram bestimmt. Der ist der absolute Trainer. Der Coach aller Coaches. Ja, Bruder. Hey, Schwana, Bruder, was geht ab? Was geht, alles gut? Wo bist du? Alles gut, Bruder. Ich bin gerade hier im Sekt Plus Laden, Bruder. Ich wollte jetzt ein bisschen einkaufen für Training. Aber ja, ich habe keine Ahnung, Bruder. Du weißt ja, wie es ist. Kannst du mir vielleicht Dings? Hast du was zu schreiben, Bruder? Ja, ich hab was. Ja, Bruder, auf jeden Fall, wenn du Sexo bist, hol dir die EAs, also Aminosäuren. Aminosäuren? Okay. Okay. Weißt du, was das ist, Bruder? Ja. Ah, okay, EAs. Aminosäuren? EAs, okay. Genau. Und dann hol dir Maltodextrin in Pulverform. Maltodextrin in Pulverform? Okay. Hol dir ein Whey-Isolat. Whey-Isolat? Das Eiweiß, ne? Genau. Okay. Hol dir Citrullin-Malat. Citrullin-Malat? Okay. Für den Pump, okay. Hol dir dieses Sleep and Relax von denen, das ist richtig gut zum... Nochmal, Bruder? Sleep and Relax heißt das. Sleep Produkt. And Relax, ah, okay. Okay, was und noch, Bruder? Und hol dir noch ZMAs. ZMAs. Genau. Okay. Okay, das reicht, du hast eigentlich die Basics gemacht. Oder du weißt es umsonst, ne? Hau mal noch ein paar Sachen drauf. Ja, Bruder, wenn das so ist, warte, ich komme persönlich vorbei gleich. Okay, okay, Bruder, bis gleich. Okay, bis gleich. Tschüss. So, Freunde, ihr habt ja sowieso schon gemerkt, ich habe null Ahnung von dieser ganzen Scheiße hier. Aber zum Glück ist der Schwana da. Aber wir werden lernen in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Wir werden uns transformieren. So, hast du alles da, Bruder? Jawohl, noch eins fehlt. Hier gibt ihr die Produkte. Ey, Bruder, was ist das hier mit dieser Pflanze Cannabis, Mannabis? Das ist unser Produkt von CBD. Ne? Das ist ein nicht berauschender Stoff. Also es gibt ja die Cannabispflanze. Ist man doof davon? Nein, nein, gar nichts. Also das, es gibt ja THC, das was dich berauscht macht, und CBD, das ist das nicht berauschende. Was bringt das? Das bringt, das spricht dann Rezeptoren an, und so wenn du Schmerzen hast oder so, das lindert das dann. Ne? Das geht dann direkt an die. Okay, und das erlaubt? Das erlaubt. Hau mal das rein, kann oder? Ich dir auch direkt mitgeben. Und was mit Bart will? Ja, safe, Bruder. Ich meine es richtig ernst, gell? Ja. Hast du einen einfach? Kann ich sein. Dusche auch, duschgehen? Duschgehen, kann ich auch einfach. Okay, perfekt. Ja, hier ist deine Tüte. Dankeschön, Bruder. Gerne. Ey, Bruder, ich hab noch nicht gefrühstückt, kann man so Regeln mitnehmen? Klar, nimm. Was ist gut? Legend Bar. Das ist mein Favorite. So, Freunde, wir sind hier beim Sturmboxing. Wir fangen heute mit unserem Training an. Das ist mein Bruder Schorner. Der trainiert mich, der begleitet mich, damit ich auch nichts falsch mache und gute Ergebnisse erzielen kann. Bruder, was trainieren wir heute? Wir machen heute Brust, Trizeps und werden das Ganze noch ergänzen mit einem exzentrischen Satz am Ende. Und schaut euch einfach an, ich erkläre es euch nochmal während dem. Bow, 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 bow! So, wir haben auch Sachen, die wir für während dem Training nehmen. Schwana, Bruder, was ist das? EAAs, Aminosäuren, um einfach noch den Muskel zu versorgen für während dem Training. Ich kann es euch empfehlen. Los geht's. So, wir fangen jetzt mal einen Butterfly an. Wir pumpen erstmal mit dem Muskel voll. Wir machen keinen Vorermüdungssatz. Ey, Bruder, zwar, das ist zu viel Gewicht, Bruder. Übertreib dich, Bruder. Auf jeden Fall pumpen erstmal schön den Muskel voll. Wir wärmen uns da auf. Wir machen jetzt nicht diesen typischen Vorermüdungssatz. Viele Sätze. Wir machen nur zwei Sätze mit leichtem Gewicht, 15 bis 20 Wiederholungen, um einfach den Muskel schon mal zu füllen, reinzupumpen, um damit nachher wir am Bankdrücken an der Maschine einfach den Muskel besser fühlen können. Pump. So, ihr fragt euch bestimmt Enno Fitness, warum, weshalb, wieso. Ich habe einfach Bock drauf gehabt. Ich wollte einfach mir selbst was Gutes tun, ich hatte Bock auf Sport, danach spiel Fitness und Fitness ohne Sekt Plus geht nicht. Das ist Nummer 1 in Deutschland. Okay, wir sind jetzt hier an Bandrückmaschine und werden 4 Sätze machen, 4 Arbeitssätze. Enno ist schon aufgewärmt, wir legen direkt los und am Ende, nach 4 Sätzen, machen wir noch einen exzentrischen Satz. Im Negativbereich. Bruder, übertreib dich, ich hab meine Mutter, Bruder, ich hab auch Schmerzen, Bruder. Bruder, das wird dir gut tun, glaub
glaube ich. Also, wir machen Extension-Satz. Das bedeutet, im Negativbereich gehen wir langsamer zurück. Es gibt zwei Variationen. Es gibt einmal mit dem langsam zurückgehen, 3-4 Sekunden langsam zurück oder mehr Gewicht drauf. Und dabei braucht man auch einen Trainingspartner. Der Trainingspartner muss beim Abheben quasi immer wieder hochdrücken und der Trainierende muss langsam zurück. Somit erreichen wir die in der Negativphase die anderen Muskeln. Man kann bis zu 25% mehr Kraftsteigerung haben und auch mehr Muskel aufbauen. Ich kann es euch nur empfehlen, baut es einfach mit eurem Training ein und macht einfach am Ende nochmal einen Extension-Satz. Ihr werdet gleich Tipps aussehen. Extension, aber du meinst nicht diese Haare, ne? So, jetzt sind wir mit den 4 Sätzen fertig und machen noch einen exzentrischen Satz. Das bedeutet, wir legen. Man kann bis zu 40% mehr drauflegen. Wir gehen jetzt ungefähr 20-30% höher. Und wie schon gesagt, in der Aufwärtsbewegung helfe ich Ihnen. In der Abwärtsbewegung muss er das alleine schaffen. Versucht 6-8 Wiederholungen zu schaffen. Und so habt ihr noch zusätzlich einen extra Reiz, um einfach nochmal den Muskel Negativphase zu belasten. Weil meistens hat man viel Kraft im Drücken, aber im Runterkommen ist einfach noch das so viel Potenzial und das schöpft man nicht aus. So, los geht's. Und langsam zurück. 1, 2, 3 und hoch. Langsam zurück und hoch. Man kann 1-2 Sätze machen, wobei das völlig ausreicht, wenn ihr einen exzentrischen Satz einbaut in eurem Volumentraining oder Hypertrophietraining. Hauptsache, ihr belastet nochmal die Negativphase nochmal etwas. Ja? Man kann auch komplett danach trainieren, aber ich würde es euch einfach empfehlen, baut es erstmal in euren Training mit ein. So, und zu den positiven Seiten von Trenbolon, Wachs und Testosteron komme ich später noch. So, Freunde, herzlich willkommen zu meinem Fitnessblog. Kennst du diese Dings? Was geht ab, Freunde? Jetzt machen wir Schrägbankdrücken mit Freihanteln. Ich tue so einer, jetzt will ich mich auskennen. Bei der Übung ist sehr wichtig, dass ihr bei der dritten Wiederholung einfach schreit. Das gibt dem Muskel extra einen Reiz. Versucht noch ein bisschen lauter aus der Stimme, damit das Ganze auch, weil die Lunge wird dadurch auch besser trainiert. Gewichte immer wegräumen, egal wo ihr seid, immer Gewichte wegräumen. Benimmt euch, Alter, wir sind am Unaufräumen, Mann. Voila. Pisa dabei. Aufräumen. Alter, übertreib doch richtig seine Rolle, ich schwör's dir, Schorner, Bruder. Bruder, das muss doch sein. Du hast hingelegt, du sagst, nimm die 20er. Lass du mal kurz 10 Sekunden atmen, Bruder. Nase rein, Mund raus, Bruder. Lass mal dreimal atmen. Bruder, wir haben keine Zeit, Bruder. Wir haben keine Zeit. Wir haben gesagt, in 3 Monaten, Bruder. Berechnen das Essen, das Schlafen und das Denken, Bruder. Wir haben keine Zeit. Los geht's! Reicht, okay. Man kann es immer so tun, dann, als ob man nicht mehr kann. Dann sagt er, okay. Das ist der Jabo. Ich glaube, mach mal ein paar Kicks für die Kamera. Auf jeden Fall, das braucht man, wenn man so viel Zeit hat, dass man nicht mehr anfängt, dass man nicht mehr weiß, was man anfangen soll mit seiner Zeit, dann lernt man sowas. Wenn man 2 Hauptsätze gemacht hat, wir haben jetzt Bankrückenmaschine gemacht und Freihandeln, Schrägbank, sollte man eigentlich fertig sein. Also wer da noch, alle Spieße da nicht kaputt ist, der hat irgendwas falsch gemacht. Jetzt werden wir nur noch ein bisschen Butterfly hier machen. Das heißt, hier ein bisschen, hier werden wir auch nochmal uns ausbauen, den Muskel platt machen. Und das war's dann auch mit Brust. Dann gehen wir zu Trizeps. Hier können wir aber auch wieder exzentrisch trainieren. Ich würde euch dieses exzentrische Training einfach an Maschinen empfehlen, weil man das optimal da ausführen kann. Und da auch einfach weniger Verletzungsgefahr ist. Los geht's. So, jetzt wollen wir einmal. Sag Stopp. Okay? Okay. Warte. Stopp. Stopp. Ey, Bruder. Ja, du hast Stopp gesagt, Bruder. Nein, Bruder, halt nicht. Nochmal. Stopp. Ja, das ist gut.
So, Freunde, wir werden versuchen, jeden Monat euch ein Video zu machen, ein Videoblog zu meinem Training. Zusammen mit Johanna, zusammen mit den Jungs von 6plus, zusammen mit Tobi. Auf jeden Fall, ihr werdet einfach diese Transformation so gut wie möglich mitverfolgen und die Erfolge mitverfolgen. Fuchs mal 6plus. Das Gute hieran ist, du isolierst komplett. Ja? Du drückst es eigentlich quasi nur aus dem Trizeps raus. Hier halt deine Ellbogen eng. Ja? Geh nicht nach außen, halt's eng. Und nur Aufwärts-Abwärts-Bewegung. Nicht mit der Schulter mitgehen, nicht hoch, runter, einfach hier bleiben. Bis zum Kopfansatz. Und dann wieder zurück. Okay? Genau. Quasi raus. Ja. So, wie Edo sagt, wir machen noch einen Extensions-Satz. Und wir machen jetzt den Extension-Satz am Ende nochmal. Du sagst genau das gleiche, Bruder. Wie heißt das jetzt, Bruder? Exzentrisch, Bruder. Exzentrische Sitze. Exzentrisch. Okay, jetzt weißt du es. Lass diese Extension-Sitze, Bruder. Das reicht, Roller. Ich hab keine Geduld mehr. Okay, so Freunde, das Training ist zu Ende. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war noch, Bruder. Hast du noch was zu sagen? Auf jeden Fall. Nächstes Mal, wenn wir Funktionalstraining machen, wir tun immer viermal die Woche trainieren und einmal haben wir noch ein spezielles Training für Funktionalität, Core-Training, Herz-Kreislauf-Training und das werden wir uns nächstes Mal zeigen. Bo, 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 brrr.